Im heutigen Video werden wir uns mal zwei Vertragsbeispiele angucken, die dir etwas Hilfestellung geben sollen, wenn es darum geht, dass du selbst mal deinen eigenen Vertrag überprüfst und nachrechnest, ob der sich lohnt, wie der aktuelle Stand ist und vor allem, ob die Rendite ober- oder unterhalb der Inflation liegt. Willkommen zu diesem Video, mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 13 Jahren Experte für das Thema Vermögensaufbau, Geldanlage und Altersvorsorge. Jeden Tag kommen Menschen auf uns zu mit der Frage, ob es sich lohnt, ihre vorhandenen Verträge weiter fortzuführen, stillzulegen oder das Ganze anderweitig sinnvoller und besser anzugehen. Wir sind als Honorar-Finanzanlagenberater darauf spezialisiert, ähnlich wie ein Anwalt oder Steuerberater, dann ganz neutral und objektiv Rat zu geben, ob es sich lohnt, eben diese Verträge zu halten oder eventuell gewisse Dinge anders zu machen. Und manche Menschen gucken unsere Videos an, zögern dann aber, ob sie sich melden, ob sie sich mal einen kostenfreien Termin mit uns buchen, weil sie vielleicht selbst nochmal nachrechnen wollen. Ich will dir in diesem Video gerne mal zwei Beispiele mitgeben, damit es für dich etwas leichter ist, selbst mal nachzurechnen. Wir gucken uns jetzt mal gemeinsam hier das erste Fallbeispiel an. Also, zunächst einmal, wenn du dir deinen eigenen Vertrag raussuchst, musst du dir natürlich vorher ein paar Eckdaten rausschreiben. Du hast möglicherweise mehrere Verträge, von daher kann ich dir nur empfehlen, geh das Ganze mal bei jedem einzelnen Vertrag bei dir dann natürlich durch. Im ersten Beispiel sehen wir jetzt hier einen Vertrag mit einem konstanten Monatsbeitrag. Und zwar beträgt dieser 500 Euro. Dann ist es wichtig, dass du dir natürlich raussuchst, seit wann läuft dein eigener Vertrag, in dem Fall hier 1.5.2015. Und dann musst du dir die letzte Wertmitteilung, Wertstandsmitteilung, Vertragsmitteilung, da gibt es verschiedene Bezeichnungen für, mal raussuchen und einmal aufschreiben, was man dir dort als aktuellen Vertragswert oder auch Rückkaufswert nennt. In dem Fall hier sind es anhand eines Beispiels, was wir hier verwenden, 41.364,57 €. Dann ist es wichtig, dass du den Stichtag dir ermittelst. Zu welchem Zeitpunkt gilt dieser Vertragswert? Hier der 31.03.2023. Dann ist es weiter wichtig, dass du ganz genau nachrechnest, wie viele Monate sind denn zwischen Vertragsbeginn und dem aktuellen Stand. In dem Fall sind es 95 Monate. Das ist wichtig, dass du das einmal ausrechnest. Da gibt es verschiedene Internetseiten, wo man zum Beispiel, wenn du mal bei Google eingibst, Tage zählen. Da gibt es Seiten, wo du dann ein Beginndatum und ein Enddatum einträgst und dann rechnet der dir genau die Monate aus. Mit diesen Daten gehen wir jetzt weiter und zwar kann ich dir die Seite zinsen-berechnen.de empfehlen. Den Link packe ich dir mal unten in die Beschreibung hier unter das Video und hier geben wir die Daten an. Das heißt, wir haben hier den monatlichen Beitrag von 500 Euro, wir haben die Dauer und zwar 95 Monate und wir haben hier das Endkapital zum entsprechenden Zeitpunkt, zum Stichtag von 41.364,57 € übertragen. Und dann haben wir hier ein Fragezeichen bei der Rendite. Jetzt sehen wir und klicken auf Berechnen, dass wir folgendes Ergebnis aktuell haben. Hier unten sehen wir, die Rendite liegt aktuell bei minus 4,481% pro Jahr. Das heißt 4,48 minus. Wohlgemerkt pro Jahr. Das ist natürlich keine besonders gute Rendite, die dieser Vertrag bisher abgeworfen hat. Weiter gucken wir uns nochmal an. Das Ergebnis, und zwar 6.134 €, ebenfalls minus 6.134 €, hat dieser Vertrag bisher im Minus, an Minuskapital. Das heißt, hieraus können wir erkennen, nach 95 Monaten, also durchaus nach einigen Jahren, ist dieser Vertrag noch deutlich im Minus. Und das wäre natürlich jetzt ein klares Warnsignal, hier mal genauer nachzugucken, warum dieses aktuelle Vertragsergebnis so schlecht ist. Das kann an hohen Vertragskosten liegen, das kann an hohen Verwaltungskosten liegen, Abschlusskosten, vielleicht Fondsgebühren, schlechter Fondsauswahl. Gründe gibt es viele. Wichtig ist hier, dass man hier genauer nachgucken muss, ob das eine unglückliche Momentaufnahme ist oder ob dieser Vertrag sich überhaupt nicht rechnet und es keinen Sinn macht, hier noch einen weiteren Monat 500 Euro einzuzahlen. Wir machen jetzt ein zweites Fallbeispiel, wo wir uns angucken, wie das Ganze aussieht, wenn bei deinem Vertrag zum Beispiel nicht nur konstant ein monatlicher Beitrag gezahlt wird, sondern du eine Dynamik mit vereinbart hast. In unserem zweiten Fallbeispiel sehen wir jetzt hier einen Vertrag mit einer jährlichen Dynamik von 5% pro Jahr. Wichtig ist hier natürlich, wenn du deinen eigenen Vertrag prüfst, dass du nachprüfst, ob du die Dynamik auch wirklich jedes Jahr mitgenommen hast. Dynamiken kann man bekanntlicherweise gelegentlich auch mal aussetzen, mal für ein Jahr oder zwei Jahre, dann nimmst du sie vielleicht mal wieder mit. Das macht die Sache natürlich schwieriger. Wir haben jetzt hier bewusst einen Fall rausgesucht, wo die Dynamik konstant durchgelaufen ist.
Dann haben wir hier den monatlichen Beitrag mit 500 Euro und in dem Fall war Vertragsbeginn 1.1.2017 und der aktuelle Guthabenstand zum 31.03.23 liegt hier bei 33.849,62 Euro. All diese Werte musst du bei dir dann entsprechend in deinem Vertrag natürlich genauso rausrecherchieren und in dem Fall natürlich wieder wichtig, die Laufzeit von Vertragsbeginn bis zum aktuellen Stand sind hier in dem Fall 75 Monate. Wieder wollen wir wissen, welche Rendite und welchen Gewinn bzw. Verlust hat dieser Vertrag jetzt gemacht. Dazu gehen wir wieder zu dem Rechner Zinsen minus Berechnen. Und hier bereits vorbereitet sehen wir monatlicher Beitrag 500 Euro, Dynamik jährlich 5%. Dann haben wir hier die Ansparzeit 75 Monate und das Endkapital 33.849,62 Euro. Mit Berechnen sehen wir, dass dieser Vertrag aktuell mit minus 8,6% pro Jahr negativ läuft. 8,6%. Und in Euro der Verlust derzeit bei knapp 9.000, sprich bei 8.972 Euro liegt. Also auch hier wird deutlich, obwohl dieser Vertrag schon mehrere Jahre läuft, dass dieser Vertrag noch stark negativ ist. Und natürlich könnte man jetzt sagen, und wenn man den Berater fragt, der diesen Vertrag ursprünglich mal verkauft hat, wird er wahrscheinlich erklären, ja, das liegt an den Anfangskosten, die Provisionen, ich muss ja auch irgendwo von leben, die drücken am Anfang das Vertragsguthaben, man soll nur durchhalten und dann geht das irgendwann steil nach oben. Das ist die Standardaussage der meisten Berater, wenn man sie nach einigen Jahren dann mal auf den schlechten Vertragsstand anspricht. Das Problem ist aber, man kann dann nämlich fragen, ja, lieber Berater, war denn deine Provision fast 9.000 Euro? Und dann sitzt er in der Zwickmühle. Nein, war sie nämlich nicht. Und dann ist die Folgefrage, ja, warum ist denn der Vertrag dann so viel im Negativen, wenn doch die Kosten, die Abschlusskosten vielleicht nur bei 3.000 lagen? Und daraus wird dann deutlich, und das solltest du dann auch nachvollziehen können, dass es eben nicht nur die Abschlusskosten sind, die in so einem Vertrag drin hängen, sondern auch eine ganze Reihe weiterer Kostenfaktoren, die einfach das Vertragsguthaben drücken. Das muss natürlich nicht in jedem Vertrag so sein, deswegen rechne das für dich mal nach. Aber nicht selten ist es so, dass Verträge nach 10, 15, manchmal sogar nach 20 Jahren noch immer im Minus sind. Und wenn dir ein Vertrag schmackhaft verkauft wird, dann wird dir natürlich suggeriert, dass der sich super rechnet, tolle Historie hat, der Fonds sich super entwickelt hat. Und dann auf dieser Basis glaubst du ja, unterschreibst. Und häufig nach einigen Jahren, wenn man mal genauer hinguckt, stellt man dann leider solche Ergebnisse fest. Ich will dir mit dem Video einfach zeigen, dass es mit ein paar Berechnungen und ein paar Minuten Zeit möglich ist, dass du jeden einzelnen Vertrag, den du hast, mal nachrechnest und mal genau guckst, was du da eigentlich hast. Um zu der Erkenntnis zu kommen, ob du weitermachst, dich gut damit fühlst oder ob du dir mal eine zweite Meinung einholst. Wenn du bei den Berechnungen, bei den Recherchen merkst, dass es dann doch schwieriger ist, weil du vielleicht die Dynamik mal ausgesetzt hast, weil du deinen Beitrag mal geändert hast, weil du mal was zugezahlt hast oder mal was rausgenommen hast. Oder auch, wenn du zu der Erkenntnis kommst, dass dein Vertrag im Negativen ist und du dir die Frage stellst, ist das normal, verbessert sich das noch, kann sich das Ganze noch drehen? Oder anders gesagt, vielleicht ist dein Vertrag auch positiv. Vielleicht hast du auch 1,5% Positivrendite. Auch dann ist die Frage, lohnt sich das trotzdem, wenn die Inflation doch bekanntlich 2% oder sogar mehr beträgt im Durchschnitt? Was macht man dann? All diese Fragen werden dir auf diesem Weg, wenn du dich damit beschäftigst, mehr oder weniger kommen. Und dann ist es natürlich wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn du möchtest, genau dabei können wir dir helfen. Beim Berechnen deiner Verträge, beim Bewerten deiner Verträge und natürlich dann auch bei den Empfehlungen, wie du dich verhalten sollst, was du machen sollst. Weil am Ende des Tages geht es dir eigentlich nur darum, dass du eine vernünftige Altersvorsorge hast, dass du ruhig schlafen kannst und dass du weißt, du hast das Bestmögliche getan, um im Ruhestand, im hohen Alter dein Leben vernünftig führen zu können. Das ist das Hauptziel. Die Verträge sind Mittel zum Zweck, um dahin zu kommen. Und du solltest aber früh genug die Gewissheit haben, dass du mit deinen Verträgen, mit deinen Anlagen entsprechend auch dieses Ziel erreichst. Wir haben schon vielen tausend Menschen dabei geholfen, ihre Verträge zu bewerten, besser zu verstehen und die richtigen Rückschlüsse zu führen. Und darum bin ich mir sehr sicher, dass wir das auch bei dir können. Wenn du möchtest, melde dich bei uns, buch dir einen kostenlosen ersten Termin, lass uns mal auf deine Verträge gucken, lass uns persönlich kennenlernen und dann werden wir herausfinden, wo und wie wir auch deine Verträge und deinen Vermögensaufbau optimieren können. Ich freue mich auf dich, bis bald, dein David.